Okay, Test, 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 Test. Ich fand es spannend zu sehen, wie diese Sätze einfach so im Kunstkontext immer wieder auftauchen und in der Kunst dann zitiert werden. Also einer meiner Lieblingssätze, mit dem wir auch gestartet sind, ist "Makes the secrets productive". Also ein Satz, der für mich persönlich wirklich viel Bedeutung hat, die Geheimnisse, also Kreativität, fruchtbar machen. Und das sind Sätze, mit denen ich viel intern argumentiere, aber auch ganz viel im Zusammenhang mit meinen künstlerischen Arbeiten, das könnte fast ein Statement sein, argumentiere oder mit Menschen eben über Kunst spreche. Die Idee war aus Streichhölzern, da ich durch eine Arbeit angeregt war, die ich gesehen hatte in einem Museum, diese Streichhölzer zu nehmen und zu schauen, was passiert, wenn ich jetzt diese Streichhölzer tatsächlich anzünde. Und das war sehr verblüffend, diese Energie dieser ersten Feuerinszenierung zu sehen. Und das Erstaunliche war eben, dass die fast unprätentiöse, fast unscheinbare Erscheinung im Anfang dieser Sätze, also wenn die an der Wand geschrieben waren, auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes Feuer gefangen haben und zu einer ganz anderen bildnerischen, ganz anderen ästhetischen Qualität kamen. Also es passierte Rauch, es passierte Feuer, die Streichhölzer veränderten sich, wurden schwarz, kamen in Bewegung und der Satz wurde auf einmal in dem Verbrennen und durch das Verbrennen sichtbarer und gewann. Also nahm Energie auf, obwohl er Energie abgegeben hat durch das Verbrennen und gewann.